Mein letzter offizieller Tag im. Let's go. Stark im Kreislauf immer. Wisst ihr, was jetzt auch richtig gemein wäre? Wenn ich euch jetzt mit einem Cliffhanger hier hängen lassen würde und euch nicht das Ergebnis zeigen. Another night, I fall in your sight. Your new eyes cut sharp like a knife. Take a moment and look all around you. I don't want you caught off guard or alarmed when I come for you. I need you to know that I would never walk away. Hello, zurück zu einem neuen Vlog. Ich dachte, ich nehme euch jetzt auch wieder so ein paar Tage mit, um euch einfach so ein paar Einblicke zu geben, wie ich meinen Alltag zwischen Arbeit und Alltag navigiere in den 20ern und ja, dachte, wir verbringen ein bisschen Zeit zusammen. Ich war gerade auch schon eine Runde draußen spazieren und habe gelesen und mein Buch einfach mitgenommen. Es war richtig, richtig schön. Und jetzt werde ich erstmal was essen. Ich war am Wochenende auf dem Eras Tour Konzert und es war so unglaublich gut. Also wirklich richtig, richtig gut. Ich habe dazu jetzt aber keinen separaten Vlog gemacht, weil das wäre viel zu viel für mich gewesen und ich wollte das auch einfach genießen. Und deswegen nehme ich euch jetzt so ein bisschen mit. Ich habe heute Gott sei Dank noch frei, um ja ein bisschen wieder anzukommen und auch meine Batterie so aufzuladen, weil ich auch echt erschöpft bin davon, viele Menschen zu sehen und viele Eindrücke zu verarbeiten. Und ja, freue mich deswegen jetzt so ein bisschen, alles ruhiger anzugehen, hier ein bisschen so noch aufzuräumen, zu lesen, einfach für mich so zu sein. Und ja, deswegen have fun bei einem neuen Vlog. Ich habe hier auch übrigens noch so Tattoos von meinem Outfit. Ich kann so ein paar Einblicke zeigen, beziehungsweise schaut sonst einfach auf Instagram vorbei. Da habe ich ein Highlight gemacht und da seht ihr sonst die ganzen Sachen, weil hier würde ich sonst nur Copyright bekommen. Jetzt schon die Vorhänge habe und ich habe sie noch nie gewaschen. Ich wollte das immer machen, aber irgendwie kam ich nie dazu. Und jetzt dachte ich, komm, ich muss das mal machen, weil die natürlich auch schon ein bisschen mit Katzenhaaren voll sind und dann ist es auch mal frischer. Und ja, mich nervt es auch ein bisschen, dass sie auf dem Boden schleifen und ich habe auch gehört, dass sie beim Waschen eingehen können. Und deswegen wäre jetzt auch mal das einfach zu schauen, wie viel gehen die an. Und dann bin ich auch am Überlegen, ob ich die vielleicht mal zur Schneiderin bringe, dass die das vielleicht kürzen kann. Weil ich war vor kurzem da und die hatte unsere Bettwäsche repariert, weil da ging der Reißverschluss nicht mehr. Und das hat, glaube ich, 10 Euro gekostet. Und das fand ich jetzt so geil, dass ich sowas dann gerne öfters mal in Anspruch nehmen möchte. Weil ich habe das nie gemacht, aber auch so Hosen kürzen oder sowas, die halt nicht passen oder irgendwie anpassen bei Kleidungsstücken oder sowas. Das ist voll geil, anstatt Sachen vielleicht dann wegzuschmeißen oder wenn man das selber nicht kann oder sich dann auch nicht 100% wohl drin fühlen. Und ja, deswegen werden die jetzt gewaschen und dann schaue ich mal, wie die dann nachher da hängen. Auch im nassen Zustand auf. Die sind jetzt auch nicht so übermäßig nass. Aber ich habe gehört, man soll die im nassen Zustand trocknen lassen und nicht noch in den Trockner packen, weil die sich dann irgendwie auch besser aushängen und glätten. Aber sie sehen irgendwie sehr knitterig aus. Deswegen
Hoffe ich jetzt einfach fürs Beste. Als Update, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob sie ein bisschen kürzer geworden sind. Aber vielleicht eventuell, aber die müssen ja auch noch trocknen, dann werden die vielleicht auch wieder länger. Deswegen zeige ich es euch mal. So sind die jetzt hier auf dem Boden. Und ich weiß nicht, ob ich das cooler finde, wenn die quasi so ein Zentimeter, also 2 Zentimeter oder 3 Zentimeter gekürzt werden, damit das hier nicht so auf dem Boden rumschleift. Oder nicht? Und die sind jetzt natürlich auch noch sehr knittrig. Das muss ich mir jetzt tatsächlich noch überlegen. Aber auf der anderen Seite fände ich es, glaube ich, irgendwie cool, wenn die nicht so auf dem Boden rumschwirren und das so ein bisschen, ja, einen cleaneren Abschluss hat. Ich glaube, ich muss das auch mal auf Pinterest anschauen, wie das bei anderen sonst aussieht, wenn die so bodenlange Gardinen haben. Und dann überlege ich mir das auf jeden Fall mal. Auf geht's in Sport. Das ist tatsächlich heute mein letzter offizieller Tag in meinem Fitnessstudio. Richtig, richtig traurig irgendwie auch. Ich gehe danach noch mit meinen Eltern Pizza essen auch. Aber ja, ich war da 7 Jahre und ich habe... Was, Mausi? Ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es jetzt heute der letzte Tag ist irgendwie. Ja, und ich habe es auch in einem älteren Vlog nämlich erzählt, dass ich gekündigt habe, weil ich, eigentlich würde ich gar nicht kündigen wollen, weil ich liebe mein Fitnessstudio, aber aufgrund der Entfernung, dass ich immer so eine halbe Stunde hin brauche, dann eine halbe Stunde zurück brauche, deswegen trainiere ich meistens dort nicht so gerne. Also, weil ich einfach nicht so gerne diese Fahrerei auf mich nehme. Deswegen wird es Zeit, sie zu verabschieden. I should have kept you close, I should have held you tighter, cause in my book you were my favorite chapter. And when we left each other, damn, what was I thinking? Thought there was no answer, so blinded to believe it. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist jetzt ein bisschen her, dass ich das letzte Mal irgendwie gefilmt habe. Gestern war Donnerstag, da war meine Mama nach der Arbeit dann bei mir und wir sind eine Runde spazieren gegangen und haben einen Film angeschaut. Ich glaube, Die Rettung der uns bekannten Welt heißt er, von Til Schweiger. Der war so traurig und so gut. Also ein richtig wichtiges Thema. Es geht um eine chronische Krankheit, bipolar und einfach, das fand ich einfach so rührend und ja, irgendwie war ich dann auch irgendwie recht fertig danach. Und heute ist Freitag. Freitag habe ich immer frei, um ja, Social Media nachzugehen und sowas. Ich muss jetzt gleich auch los, kurz zum Arzt was abholen gehen und habe gerade schon eine Maschine Wäsche angeschmissen. Und ja, ich bin gespannt, was der Tag heute so bringen wird, weil ich bin alleine zu Hause noch bis Sonntag. Und ja, ist richtig komisch. Ich glaube, es ist schon richtig lange her, dass ich so einen kompletten Tag dann alleine war. Und ja, mal schauen, was der Tag so bringt. Ich nehme euch auf jeden Fall wieder mit. Und morgen geht's auch zum Friseur, da bin ich auch schon sehr gespannt. Und ja, muss noch ein bisschen wacher gerade werden. Aber dran stellen wir uns jetzt nicht. Ich habe gerade 2 Pakete zusammengepackt, die ich auf Vinted verkauft habe und bringe die kurz zur Post. Und danach dachte ich, gehe ich noch eine kurze Runde spazieren, weil das bietet sich dann an, wenn ich eh schon draußen bin. Und ja, ein bisschen kurz rauskommen, frische Luft schnappen, tut dann sehr gut. Ich habe mich auch vor kurzem nämlich auch an, ich glaube, das war sogar in diesem Blog, mit dem Buch an Fluss irgendwo gesetzt und das war auch richtig, richtig schön. Und jetzt, ah, tatsächlich kommt sogar die Sonne gerade raus, weil vorhin hat es ein bisschen, ja, trüb einfach ausgesehen. Aber ich glaube, ich komme dann wieder zurück und lese dann, wenn dann hier auch ein bisschen, weil ich habe auch so ein bisschen Kopfschmerzen und irgendwie fühle ich mich so ein bisschen mulp. Aber das mache ich jetzt noch kurz. Und ich nehme euch mit.
Ganz wichtig, wenn die Sonne scheint, auch Eincremen nicht vergessen. Und wenn ihr dazu neigt, dass ihr leichten Sonnenbrand bekommt oder sowas, auch manchmal ein Käppi tragen. Einfach richtig schön hier draußen und ich bin so froh, dass ich unter meinen Rock eine Hose angezogen habe, weil es ist schon ein bisschen windig, aber es tut irgendwie so gut, weil es mal nicht so heiß ist, ein bisschen angenehmer gerade. Deswegen gehe ich jetzt weiter. Ich muss ja sagen, in der Öffentlichkeit filmen finde ich sehr awkward. Deswegen mache ich das nie, aber ich weiß, dass es irgendwie ein bisschen cooler aussieht, wenn man draußen noch was zeigt, aber ja, dafür bin ich einfach zu schüchtern. Ich bin jetzt schon wieder ein bisschen länger zurück und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ein bisschen auf dem Sofa versunken, habe ein bisschen gelesen, habe aber auch ein bisschen am Handy gehangen und habe dann auch gerade noch ein bisschen Video geschnitten. Und jetzt ist so eine richtig komische Uhrzeit. Also wir haben 2:30 und ich mache jetzt einen Nudelauflauf. Das ist, finde ich, nicht so diese typische Uhrzeit, wo man jetzt eigentlich Mittag essen würde oder dann Abend essen würde. Aber ich habe recht spät gefrühstückt und ich hatte halt noch nicht so um 12:01 Hunger. Und jetzt merke ich, dass ich was essen sollte langsam. Deswegen mache ich mir jetzt einen Nudelauflauf, weil darauf hatte ich irgendwie voll Lust, weil ich ja mal wieder ein bisschen mehr Gemüse essen wollte. Mit Brokkoli habe ich dann und Karotten, Mais und sowas. Und was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, manchmal vercheckt man es dann auch so ein bisschen regelmäßig auch zu essen. Und ich merke das dann relativ stark im Kreislauf immer, dass ich da einfach ein bisschen mehr drauf achten möchte auch, dass ich regelmäßige Mahlzeiten habe und sowas. Dass einfach der Blutwert und sowas dann auch immer stimmt. Und ja, deswegen ist das meine Erinnerung. Ich finde es auch am Wochenende so komisch, wenn man spät frühstückt und dann ist es irgendwann so eine komische Uhrzeit, dass man da ja meistens dann nicht so wirklich Mittag isst. Dann isst man vielleicht einen Snack und dann früh Abend. Aber diese strukturierten Mahlzeiten und dann auch immer sich zu überlegen, was koche ich denn jetzt? Manchmal hat man keinen Bock, was Großes zu machen. Und ich dachte jetzt, Nudelauflauf ist was Geschicktes, was ich heute Abend dann auch noch habe und morgen und sowas. Und vielleicht ist das jetzt so richtig Nonsens hier, aber egal. Und genau, das mache ich jetzt auf jeden Fall. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe noch gar nicht so mit euch richtig gequatscht in dem Video, auch so, wie es auf dem Konzert war. Es war nämlich mega, mega gut. Es war so ein schöner Abend. Ich habe ja die ganzen Einblicke, wenn dann auch auf Instagram geteilt mit. Ja, den Eras und sowas, da habt ihr das alles in einem Highlight gespeichert und ich habe auch so ein kleines Short schon hochgeladen und mein Outfit natürlich und so. Aber ich habe jetzt kein extra Video dafür gemacht, weil das wäre einfach viel zu viel gewesen. Ich wollte den Moment mehr genießen und ich habe auch nicht so viel mitgefilmt, weil ich einfach das richtig für mich aufsaugen wollte. Und ansonsten, was kann ich denn noch so als Update geben? Ich habe ja ein neues Buch angefangen und zwar das hier von Abby Jimenez. Muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich richtig geil. Hat mir mein Freund gekauft, weil ich für ihn was aufgebaut habe. Und ich habe gesagt, ich mache das, wenn ich ein Buch bekomme. Weil er keinen Bock hatte. Und dann habe ich so, ja, win-win, kriege ich ein Buch. Und das finde ich bisher richtig, richtig gut. Also ich bin jetzt bei Seite 300 circa. Und will das eigentlich am liebsten am Wochenende jetzt fertig lesen. Und sonst so? Irgendwie hatte ich vorhin so ein paar Gedanken, die ich eigentlich mit euch teilen wollte. Aber jetzt ist so mein Kopf leer. Deswegen. Oh, ich glaube, ich werde einfach essen. Ich habe jetzt auch nicht wirklich ein Rezept und ich mache das immer frei Schnauze. Alexa, stopp! Jetzt habe ich durcheinander gedacht. Aber ich habe jetzt vor kurzem im Supermarkt den Schmand hier gesehen, beziehungsweise die Schmand-Alternative. Und das dachte ich, probiere ich aus mit ein bisschen Salz, Pfeffer, Paprikapulver, ein bisschen Kräuter und dann kommt das dann auch noch dazu. Ich koche schon immer meine Nudeln auch und das Gemüse so vor, damit es dann einfach weicher ist und nicht so lange noch im Ofen braucht. Und dann kommt da einfach noch Käse drüber und Tofu und sowas rein. Aber jetzt müssen meine Nudeln abgegossen werden. Ich muss auch sagen, Nudelauflauf ist für mich so ein richtiges Kindheitsding, weil es hat meine Oma immer früher gemacht.
ist es vielleicht ein bisschen dumm, bei der Hitze den Ofen anzumachen. Eventuell. Mache ich es trotzdem? Ja. Und was ich auch immer praktisch finde bei so einem ersten, weil es einfach so einfach ist, alles zusammenzuwürfeln und dann in den Ofen und fertig. Und ein großer Trick auch, beziehungsweise kein Trick, aber warum es bei mir immer relativ ordentlich ist, weil ich dann, während ich koche, schon immer nebenher aufräume. Oder jetzt ist es im Ofen, dann räume ich es direkt auf und dann setze ich mich erst zum Beispiel aufs Sofa oder sowas, weil dann fühle ich mich gleich viel besser. Dann kann ich das auch ein bisschen mehr genießen. Ich weiß, andere lassen das gerne stehen, aber ich funktioniere nicht im Chaos und ich fühle mich gleich besser, wenn es einfach direkt aufgeräumt ist. Und deswegen muss ich jetzt noch wirklich Kleinigkeiten dazu wegräumen. Und dann ist es auch angenehmer, als dass man nachher alles einfach zu viel hat. Ich habe Hunger. Geilo. Das blubbert sogar noch so. Ich habe sogar noch ein bisschen Spinat oben drauf gehauen. Yum! Lecker. Wer hat jetzt auch Bock auf einen Hühnerauflauf? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal laufen war, aber irgendwie versuche ich mich gerade zu motivieren, eine Runde joggen zu gehen. Auch wenn es eine kleine ist, weil letztes Jahr war ich ja voll fokussiert, die 10 Kilometer zu schaffen. Und dieses Jahr irgendwie, ich glaube, das ist alles nicht so arg. Irgendwie hatte ich auch mit dem Gedanken gespielt, ja, ein Marathon mitzumachen und das wäre so weit in der Entfernung gerade, wie es nur möglich ist. Also da hätte ich schon lange mit dem Training beginnen müssen, zu dem, wo ich mich hätte anmelden wollen. Aber trotzdem will ich irgendwie, dass ich meine Laufkapazität beibehalte. Und auch wenn es jetzt 3 Kilometer nur sind, bin ich trotzdem stolz, dass ich dann rausgehe und was mache. Und ja, Laufen ist auch eine Journey. Und es ist jetzt nicht so, dass man dann die schnellste Person sein muss oder dass man am weitesten kommen muss, sondern für mich ist es einfach dieser Spaßfaktor und dass ich gerne laufe einfach. Und ja, es ist zwar warm, aber es ist jetzt abends, es ist, glaube ich, jetzt 6:30 schon durch. Und irgendwie habe ich mir seit ein paar Tagen gedacht, so komm, mal wieder joggen gehen. Und deswegen will ich mich selber auch ein bisschen accountable halten und vor allem das Vertrauen in mich selber beibehalten. Weil wenn man sagt, ich mache was und dann macht man es nicht, dann enttäuscht man sich ja selber. Und dann hat man kein Vertrauen in sich selber. Und deswegen dieses Vertrauen beibehalten und deswegen jetzt einfach nur rausgehen, eine Runde laufen gehen. Egal, wenn es eine kleine Runde ist, aber dann war ich wenigstens kurz draußen. Und ich weiß, dass ich mich danach einfach gut fühle und auch stolz bin. Ich habe mir jetzt auch Wasser in den Kühlschrank gestellt, weil ich liebe danach so eiskaltes Wasser. Und Haare habe ich jetzt auch zu einem Zopf gemacht und dann noch zusätzlich in den Dutt reingebunden, weil dann ist es auch nicht so warm. Und dann kommt einfach Taylor Swift auf die Ohren und es wird gerockt. Und ja, jetzt mache ich mich ein bisschen hyped und freue mich dann auch. We can do this. So anstrengend. Es war so warm. Und so ein sehr kaltes Wasser tut gerade richtig gut. Ich muss sagen, ich bin stolz, dass ich es durchgezogen habe. Und es wurden tatsächlich 5 Kilometer. Was ich nicht gedacht hätte. Also, we can do hard things. Und ich bin stolz einfach, dass ich dafür eingestanden bin, was ich gesagt habe, was ich mache. Und ja, so mein Vertrauen in mich selber beibehalte und aufbaue. Und also nicht, dass ich es irgendwann zerstört habe oder so, aber es ist wichtig, einfach Dinge auch zu machen, die man sagt, dass man sie macht, damit man an sich selber glaubt. Und das ist sehr wichtig.
Es ist einfach viel zu früh, um an einem Wochenende aufzustehen. Ich bin zur gleichen Zeit aufgestanden, wie wenn ich ins Büro fahre. Oder ja, arbeiten muss halt. Naja, ich mache mich jetzt vorhin für den Tag fertig und dann geht's zum Friseur. Und ich bin gespannt. Ich nehme auch immer mein Buch mit oder mein Kindle mit zum Friseur. Und ich habe nur noch 40 Seiten zu lesen. Also das werde ich definitiv nachher beenden. Wo ich war gestern einfach dann irgendwann zu müde und ich wollte nicht mehr wach bleiben. Aber ich freue mich. Und danach kann ich ein neues beginnen und das ist auch der erste Teil von der Reihe. Also da gibt es noch ein zweites Teil, glaube ich. Ein zweites Teil, zweiten Teil. Wasser. Und dann zeige ich euch natürlich nochmal die Haare davor, wie sie aussehen. Sind recht lang. Ich weiß nicht 100%, was ich mache. Also ich gehe diesmal so richtig unvorbereitet zum Friseur, aber einfach wieder einen Schnitt reinkriegen, Spitzen schneiden. Wisst ihr, was jetzt auch richtig gemein wäre? Wenn ich euch jetzt mit einem Cliffhanger hier hängen lassen würde und euch nicht das Ergebnis zeigen würde. Also so schlimm bin ich ja jetzt nicht, dass ich euch auf dem Cliffhanger hängen lasse. Tada! Das ist meine neue Frisur. Also ich habe 5 cm abschneiden lassen. Schon ein Stückchen, weil erst habe ich überlegt, nur die Spitzen, aber dann dachte ich mir so, okay, nein, das Ausgefranste muss auch alles weg und dann sieht es auch wieder frischer aus und hat einen Schnitt drinnen und ja, wir haben Strähnchen gemacht. Und hier vorne so zwei Frames, die ein bisschen heller sind. Das ist richtig ungewohnt, jetzt wieder hell zu sein. Also ich bin nicht ganz so blond, wie ich schon mal war, aber schon definitiv heller und ich habe auch das Braun richtig, richtig gerne gemocht, aber es war mal wieder Zeit für eine Veränderung und auch so für den Sommer hin. Und ja. Muss mich jetzt erstmal an meine Haare gewöhnen. Und ich glaube, ich beende es auch an dieser Stelle in das Video. Ich freue mich riesig, dass du zugeschaut hast und ich würde mich auch riesig über einen Kommentar freuen. Einfach, das hilft meinem Kanal so mega, wenn ihr Kommentare schreibt und mich damit supportet, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Und ich bin ganz ehrlich, ich liebe es, eure Kommentare durchzulesen. Deswegen schreibt gerne einen Kommentar und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, oder? Bis dann! Tschüss! Ich gehe jetzt nämlich kurz meinen restlichen Nudelauflauf essen, weil ich habe Hunger. Bis dann, meine Süßen!